So, hallo, wir machen weiter. Bei Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Wir sind auf den Spuren von Koga. Und wir wissen, dass er hier in der Hebra-Mine irgendwo ist. Wir wissen auch, dass die Hebra-Mine irgendwo hinter dieser Felsformation ist. Wir haben aber noch keinen vernünftigen Eingang gefunden. Ich vermute, dass der Eingang auf der Oberwelt ist. Ich will jetzt aber mal das Gebiet so ein bisschen abstecken. Vielleicht auch noch eine Wurzel finden oder sowas. Ja, aber auf jeden Fall das Gebiet so ein bisschen abstecken, dass wir die Möglichkeit hätten, eventuell dass wir die... Nein, hör doch auf. Dass wir die Möglichkeit hätten, eventuell oben auf der Oberwelt so ein bisschen rauszufinden, wo der Eingang denn sein könnte. Das ist gerade so meine Idee. Ich will jetzt nicht zu den Viechern hin. Die interessieren mich gerade herzlich wenig. Ich will lieber die Mine finden. Hier irgendwo hin. Oder bin ich gleich in der Miasma-Hölle? Oh je. Ja, ich glaube, das ist einfach eine Spalte, in der man nicht sein will. Ja, nee. Das ist einfach eine... Also, die Formation ist einfach. Keine Ahnung, wie die entstanden ist. Im Generator von dem Spiel. Oh, wait a moment. Oh, wait a moment. Scheiße. Scheiße. Hat es jetzt gerade perspektivisch einfach nur so ausgesehen oder kann ich da irgendwo hinklettern? Doch, ich kann da hoch. Okay, wait a moment. Haben wir einen Eingang gefunden? Haben wir gerade einen Eingang gefunden? Also das hier ist doch kein zufälliges... Also das ist doch keine zufällige Form. Oder ist das nur so außen so ein bisschen... Bin ich aber echt gespannt, wo ich hier hinkomme. Es ist auf jeden Fall sehr interessant, wie wir hier rumklettern können. Aber es scheint mir nichts zu bringen. Ich glaube, das ist tatsächlich einfach nur eine random Felsformation, die einfach so entstanden ist. Die ohne große... Oh mein Gott. Die ohne große Bedeutung auskommt. Krass. Wow, 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 Kollege. Bleib mal schön aber weiter oben.
Hüp. Aber ich schätze, wir finden wirklich keinen Eingang so, ne? Es geht zwar hier hoch, aber das wird wahrscheinlich nicht. Ha, weiß ich nicht. Es ist schon komisch genug, dass man hier so hochklettern kann. Das ist schon irgendwie komisch genug, aber es kann halt einfach wirklich eine random Formation sein, die dann trotzdem zu nichts führt. Nee, das sieht nicht gut aus. Oh, was ist hier? Ja. Oh. Ja. Okay. Hier kommt man jetzt so ein bisschen höher wieder. Aber das hört scheinbar auch einfach dann auf, ne? Ja. Am Ende bleibt es eine verschlossene Formation. Die zwar sehr interessant geformt ist, aber die verschlossen ist. Ob man überhaupt rumkommt und ob das jetzt einfach ans Ende vom Untergrund führt. Na, wobei? Wo sind wir denn jetzt auf? Also wenn ich jetzt mal auf die Oberwelt gehe, wo bin ich denn da? Okay. Unter dem Dorf der Orni. Ich muss hier eine Höhle finden. Okay. Nee, dann ist es ziemlich offensichtlich. Ich gehe hier einmal außen rum. Das ist alles dicht. Wir gehen ins Dorf der Orni. Wir quatschen. Es hat bei den Zora geholfen, mit Sidon zu quatschen. Ich quatsche jetzt mit ihr wisst, wen ich meine. Ich quatsche jetzt mit dem. Der hat bestimmt einen Hinweis für mich. Auch wieder irgendwas, Geheimnis, bla bla, Schatz versteckt oder so. Und dann finden wir genauso wieder im Untergrund einen Abstieg hier rein. Genauso wird es laufen. Und dann finden wir die Mine. So ein Ding ist das. Und dann hauen wir Koga ein für alle Mal platt. Aber das war jetzt voll gut, dass ich auf die Oberfläche bin, weil das ist halt eindeutig, was das für eine Formation ist. Das ist dieser komplette Bereich hier. Das ist halt super eindeutig. So, wo ist er denn?
warte, ich habe doch jetzt Ausdauerbarsch. Ja. Nice. Hier noch irgendwas Spannendes? Nein? Okay. Komm zum Frechsplatz. Brauche ich alles aktuell nicht. Eba. Ach, der. Moment, der ist bei dieser Aussichtsplattform, ne? Ah ja, hier. Nee. Noch eins höher? Ja, die sind wegen der Dingsglyphe hier, die interessiert mich aber nicht. Ja, hier dachte ich jetzt, ist er. Vielleicht ist er dann ganz oben beim Häuptling. Ah! Tulin ist es, der mir was sagt. Hey Link, dank dir kehrt das normale Leben wieder ins Dorf ein. Auch ich versuche Hinweise zu Präsidenten zu finden. Aha. Ja, sehr alte Bücher sortiert. Ja, erkläre Shuta, Minfia und Eifugal. In der Mitte zwischen den drei Geheimquellen schlummert ein Schatz in den Bergen. Ich hab's gewusst und das ist der Weg nach unten. Also das ist sowohl der Schatz, das ist dann nämlich der Vamedo-Helm. So langsam kapiere ich, was die hier treiben. Das ist dann der Vamedo-Helm und gleichzeitig der Weg nach unten. Sehr, sehr gut. Entfesselt dort das Wasser, damit der Schatz erwacht. Okay. Shutas Geheimquelle nordwestlich des Dorfes der Orni. Gut. Ja, wo schlummert der wohl? Und was hast du? Adlerbogen. Ach so, das ist jetzt auch wieder. Ja. Da kriege ich auch wieder. Also, da kann ich auch wieder diese alte Waffe sozusagen mir holen. Wenn ich damit kämpfen will. Aber ist jetzt kein Muss. Okay, so. Also. Von welchen Quellen war die Rede? Ich muss lesen. Nee, nicht die Quest, die Quest. Shuta, Minfla und Eifugal. In der Mitte zwischen den drei Geheimquellen schlummert ein Schatz in den Bergen. Also Shuta war hier. Das ist wahrscheinlich die Quelle. Minfa? What? Und Eifugal. Ich lese wieder, weder lese ich irgendwas von Minfa, noch lese ich was von Eifugal. Vielleicht ist das so eine Quelle. Vielleicht muss ich das auch erst. Oh, vielleicht muss ich diese Orte auch erst entdecken. Okay, pass auf.
Dann schweben wir jetzt mal dahin. Das ist jetzt wieder natürlich, das ist jetzt wieder Suchen auf eigene Gefahr. Das ist jetzt wieder so Suchen auf eigene Gefahr. Und wir gucken mal, was wir rausfinden. So, jetzt wird das mal wieder kalt. Das ist natürlich nicht so gut. So. Abflug. So, ich will... Ja, die Richtung passt, sehr schön. Achso, hier ist wieder Zug halt, ne? Ja, ja. Wir sind gleich unten. Wir sind gleich wieder weiter unten, Link. Wir sind gleich weiter unten, mein Bester. Hey, wieso ist denn jetzt immer noch kalt? Was soll das denn? Frech. Ja, wir kommen der Quelle näher. So scheint es mir. Ja, also die Quelle sieht man schon deutlich, dadurch, dass es da so dampft. Ach nee, das ist gar nicht, das ist so ein Windstoß, okay. So, aber hier ist jetzt nicht mehr allzu kalt, ne? Hier kält es jetzt aus, okay. Gut. Shutas Geheimquelle, jawohl. Die ist so geheim, dass er hier schon ein Schild aufstellen will. Wirklich. Aber vielleicht muss ich ihm dabei helfen, dass er vielleicht mir weitere Hinweise gibt. Ich weiß es nicht. Ich glaube es aber nicht. Ich glaube, das ist einfach nur eins von vielen. Aber egal, wir müssen es so oder so machen. Was hast denn du für eine komische Schildformation? So. Lass doch mal los. Easy. Okay. So, haben wir das auch mal wieder geklärt. So. Oh. Tschüss, tschüss. Okay, da war keine große Hilfe. Nee, da war tatsächlich überhaupt keine Hilfe. Gut. Die 30 FPS-Flagge ist auch wieder am Start. So, jetzt muss ich die anderen Quellen so finden, oder was?
Shutas Territorium. Weil, also die anderen Namen habe ich jetzt bisher noch nirgendwo gelesen. Kalibar-Spitze, Blizzard-Bissertal, Hebra-Gipfel. Okay, so hier ist was, was in die Quelle aussehen könnte. Und hier ist was, was wie eine Quelle aussehen könnte. So. Und in der Mitte davon, wenn das die richtigen wären, in der Mitte zwischen den drei Geheimquellen, entfesselt dort das Wasser, damit der Schatz erwacht. Also wenn das die drei Quellen wären. Jetzt muss ich erstmal abklären, ob das hier die Quellen sind. Das heißt, ich muss hier hin klären, ob das eine Quelle ist. Ich muss hier hin klären, ob das eine Quelle ist. Und dann muss ich Mitte, ja gut, ne? Die Mitte wäre dann halt wahrscheinlich der Umkreismittelpunkt. Aber der Umkreismittelpunkt wäre wahrscheinlich, ja, aber vielleicht sind das ja auch gar nicht die Quellen. Vielleicht ist ja auch eine andere Quelle. Aber woanders ist nicht so Wasser. Also, diese Wasserfarbe ist eigentlich wirklich nur... Komm, wir gehen jetzt erstmal dahin und dann sehen wir weiter. So machen wir das. Genau so machen wir das. Also, mal wieder kleine Hebra-Expedition. Mein Pferd hätte ich nicht hierher gezaubert, ne? Laufe ich richtig? Ja. Okay. Ja, ich habe leider keine schnellere Möglichkeit. Ich muss da jetzt so durch. Ich dachte, die anderen kümmern sich um ihn, aber... Bruder! Ist das einfach nur ein... Ach, das ist ein schwarzer Bockblind. Der sah von hinten ganz anders aus. Okay. Ja, dann lassen wir den mal schwarzer Bockblind sein. Oder ist das... Ist das der einzige hier? Komm dann. Ach nö. Oh nee, jetzt rutscht er ewig weit wieder zurück. Easy. Kein schwerer Kampf. Ah, es war ein Bocklinherz dabei. Sehr schön. Das habe ich gehofft. Gut. Das war überhaupt kein schwerer Kampf. Aber ich wollte mich so anschleichen eigentlich. Hat nicht funktioniert. Let's go. Haben wir weiße Schneefuchs schon fotografiert? Okay. Wo ist das Viech hingefallen? Da oben? Ist das der Stein? Ja, nice. Den hole ich mir. Weil, dann können wir hier gleich die
die Geschichtsplatte machen. Dann machen wir hier gleich ein Foto von der Geschichtsplatte. So. Hallo. Und. Hui. Weil ich schätze mal, der führt jetzt einfach nirgendwo hin. Aber wir kommen da rüber. Das ist alles, was zählt. Ja, ich denke, der führt einfach ins Nichts. Aber ich komme zu der... Wo ist sie? Hier. Huh, ich dachte schon. Ich dachte schon, ich versau's. Ich komme zu der Platte hier. Sehr schön. Vielleicht sollte ich mir die, die ich habe, mal auch markieren, dass ich weiß, ich habe die gemacht. Vielleicht wäre das sinnvoll. So. Ansonsten weiß ich ja nie, was ich gemacht habe. Wunderbar. Und wenn wir irgendwann mal jetzt dann im Album Fotos löschen müssen, muss ich dran denken, dass ich genau die nicht löschen darf. Okay, ich muss ein bisschen in die Richtung fliegen. Ja, ist gleich wieder besser, Link. Du kriegst gleich deine Energie zurück, wenn wir eine Heilquelle finden sollten. Sehr schön. Wir sind komplett richtig. Ja, das sieht voll gut nach. Das ist eine Heilquelle. Das ist definitiv eine Heilquelle. Sehr schön. Warte, hier oben. Hier bleibt's kalt. Nee, doch, hier bleibt's kalt. Das ist nicht gut, aber ist egal. Das ist Eifogals Geheimquelle. Sehr schön. Haben wir die auch gefunden. Okay. So, gibt es hier noch irgendwas Schönes oder ist hier einfach nur die Quelle? Aber dass mir hier so kalt ist, ist nicht gut, weil das heißt, dass meine Dings nicht ausreicht. Meine Kleidung, das ist überhaupt nicht gut, weil ich habe keine andere Kleidung. Habe ich noch Kälteessen? Ja, ich habe dieses Kälteessen, was ich von dem Typ bekomme. Das nehmen wir im Notfall. Das nehmen wir im Notfall. Ach so, ich bin dumm. Ich kann ja auch eine Waffe nehmen. Ich kann auch eine Feuerwaffe nehmen. Warte mal. Oder habe ich ein Feuerschild? Nee, habe ich nicht. Hier. Genau. Perfekt. Genau dafür brauche ich dich. Hier ist auch kein Schrein. Also, hier ist weit und breit kein Schrein. Wenn ich hier in die Gegend irgendwann nochmal möchte, ne, habe ich keine vernünftige Möglichkeit, dahin zu kommen. Shut the fuck up. Ach, Mann. Sehr schön.
weil das Edelwild nehme ich schon ganz gerne mit von dem Kollegen. So. Was ist hier drin? Weiß hier, was drin ist? Das sieht aber nicht so aus. Was ist hier drin, falls hier was drin ist? Sieht aber auch nicht so aus. Da ist was drin. Sehr schön. So. Und dann geht's einfach gerade rüber. Sehr gut. Also der Weg ist komplett richtig. Einfach gerade rüber. Ach, noch ein Schneefuchs. Der soll Schneefuchs bleiben dürfen. Was ist jetzt los? Och, Blut. Natürlich keine Aufnahme ohne Blutmond. Ist okay, ich warte so lang. Wenn des Blutmonds Licht die ganze Welt färbt. Ich weiß es doch. Fake Zelda, Schnauze. Wie oft soll ich dir das noch sagen? Ja, ich hab's gesehen, aber hab's irgendwie nicht ganz realisiert. Super. Ach stimmt, ich kann ja ihn einsetzen, ich Trottel. Ich Trottel kann ja ihn einsetzen. Ach so, ja, hier. Oh, lol. Ja, macht ihr das mal, ich hab da jetzt keinen Nerv für. Ich tu dir nichts, du tust mir nichts, okay? Oh, da ist aber auch ein großer Eisbrocken. Was ist da denn drin? Nee, da ist ein Dings drin. Nee, danke. Nee, da sind überall Viecher drin. Ja, da kann ich drauf verzichten. Da kann ich drauf verzichten, die Exalfosse zu befreien. Da kann ich dicke drauf verzichten. Das muss ich nicht haben. Bin ich noch richtig eigentlich? Ja, perfekt. Wunderbar. So. Was ist jetzt wieder passiert? Ach so.
Okay, wir nähern uns wieder etwas, was ein bisschen wie Zivilisation aussieht. Oder zumindest wie spannendes Gebiet. Oh, ich muss aber hier rüber. Okay. Schade. Okay, hier geht's noch hoch. Der Part besteht aus ganz viel Sucherei, aber es hilft halt nichts, ne? Aber ich sehe den Stern auf der Karte immer noch nicht, dabei bin ich doch fast schon dran, hä? Da kommt schon wieder so ein Ding. Oh! Da oben ist Stuff. Das ist zwar nicht, weshalb ich hier bin. Aber da oben ist richtig viel Stuff. Was ist das denn alles? Oder ist das, warte, ist das Dings? Ach so. Das ist der ganze, okay, dann muss ich mich da nicht drum kümmern. Gut. Wieso ist jetzt die Karte noch auf dem? Wieso ist denn jetzt die Karte noch auf dem? Danke. Oh, hier drüben ist die Quelle. Falls da die Quelle ist. Danke. Da drüben ist erstmal ein Krogi. Und da unten ist die Quelle. Ja, sehr geil. Krogi. Gut. Nice. Okay, mal wieder einen Krog gefunden. Aber davon haben wir gerade ganz wenige. Ja, 3 Stück. Bis wir da... Oh mein Gott, ja. Ich habe mich vorher noch beschwert, dass wir keinen Schrein hier in der Nähe haben. Immerhin hier jetzt einen gefunden. Ja, und das ist Minflias Geheimquelle. Hätte es bei der anderen Quelle auch einen Schrein gegeben und ich habe den übersehen? Ich hoffe nicht. Das wäre bitter. Das wäre bitter, aber rein da. Rein da. Sowas von rein da. Okay. Dieser Schrein band und läutet ein Übel aus vergessenen Tagen. Okay. Nur jenem sei der Zutritt kein Werkzeug in den Händen. Ach Gott, was ist denn jetzt wieder los? Nacktes Überleben geschlichen. Ach Gott. Das ist dann wahrscheinlich ein längerer Schrein, wa? Okay. We try. Ja, dann gibt's in dem Part immer noch kein Koga. Tut mir leid. Vorbei. Okay, jetzt. Na, das schaffe ich nicht. Ich warte mal hier. Also, wenn er mich hier sieht, ist fies. Der darf mich hier eigentlich nicht sehen.
Okay, sehr gut. Wieso? Wieso? Was hat mich verraten? Hat mich von da drin einer gesehen oder was? Ach, so ein Käse. Schneckes Schwert. Okay, kann ich bis da hoch dingsen? Deckensprung dingsen? Okay, aber hier ist gar nichts mehr hier außen, oder was? Hier ist gar nichts mehr, das ist natürlich nicht so gut. Kann ich hier hochdecken springen? Ah, sehr schön. Wichtig und richtig. Ah, ich dachte, vielleicht ist hier drauf eine Truhe, da ist einfach gar nichts drauf, stabil. Okay, da komme ich easy durch, das ist nicht das Problem. Wozu sind die hier? Da ist auch nichts Wichtiges drauf. Da ist auch nichts Wichtiges drauf. Die gehen auch nicht kaputt, okay. Sind die hier? Gibt es irgendwelche Schalter, die ich nicht kenne oder was? Das war jetzt nicht so gut. Problem ist wieder hoch, haben wir ja gesehen. Aber gut, dann ist hier außenrum überhaupt nichts Spannendes eigentlich, ne? Gut. Aufmerksam haben wir eh schon auf uns gemacht. Sind die Fässer vielleicht da, um hier die Laser zu blockieren? Damit löse ich die aus. Aber ist ja dann eh jetzt egal. Also das ist ja dann jetzt eh egal. Also ich weiß jetzt nicht, wofür die Fässer da sind. Aber vielleicht finden wir es noch raus. Ich mach trotzdem mal den, dass ich den nicht auslöse. Das hat super funktioniert. Okay. Aber wieso soll ich das nicht auslösen? Ich habe doch jetzt eh den Alarm ausgelöst. Es scheint überhaupt keine großen Konsequenzen zu haben, den Alarm auszulösen. Komm ich darüber? Scheiße. Das ist
jetzt nicht so gut. Oh, Bruder. Okay, du bist der Elektro. Das ist nicht so gut. Das war gar nicht gut. Okay, aber wir wissen einiges jetzt mehr. Ja. Also wir wollen hier überhaupt keinen Alarm auslösen. Ich bin dumm, die Fässer könnte ich ja natürlich auch als Waffe benutzen. Geil. Geil, habe ich keinen Alarm ausgelöst. Richtig geil. Richtig geil, wie ich keinen Alarm ausgelöst habe. Ey, fantastisch. Na gut, dann machen wir den gleichen Quatsch wie vorhin. Nee, jetzt sammelst doch nicht wieder ein, du Pflaum. Mein Gott, echt. So. Nein. Ja. So, nee, ich kann hier natürlich problemlos. Das hier machen. Aber ich verstehe, also ich check halt noch nicht so ganz. Ah, warte mal. Okay, so komme ich nicht hoch, aber... Das reicht immer noch nicht. Jetzt ist auch egal. Bitte. So, was ist jetzt hier? Warum will ich hier rein? Hier ist krasses Zeug. Let's go. Aber dann will ich doch das erst... Oh nee, jetzt habe ich keine Dings mehr, mit dem ich das verknüpfen kann. Scheiße. Scheiße. Oh, jetzt habe ich die guten Mist. Ah, also das ist gut, da reinzukommen ist gut. Aber ich brauche... Oh Mann. Aber das heißt, ich darf die... Ich muss die... Ich darf das Alpha-Ding nicht vorher verknüpfen. Okay.
So, den Fehler von gerade mache ich nicht nochmal. Ich habe nicht viel Zeit, ne? Der haut schnell, der geht. Nee, das funktioniert nicht. Ich muss als erstes da hoch, das hilft alles nichts. Ich muss als allererstes da hoch. So. Als habe ich halt noch gar keine Waffe. Oh, okay, das bemerke ich auch. Gut, ja, dann. Ja, trotzdem kann ich den halt easy kriegen. Der Elektro-Typ ist der gefährliche. Und ich brauche halt dieses Alpha-Ding, weil das kann ich nämlich schön mit den Großschlägern verknüpfen. So, aber dann juckt es jetzt hier, also das juckt halt hier durchzukommen. Alles Gute kommt übrigens von oben. Okay, jetzt lassen wir die erstmal wieder zur Ruhe kommen. Und dann versuche ich, mich da nicht auffallend zu aufmerksam. Also, ne? Ist das schon. Der kann mich jetzt unmöglich bemerken. Ich bin hinter der Mauer. Okay. Ich habe trotzdem noch nicht so ganz verstanden. Ich kann halt jetzt diese mit den Fässern, kann ich die Laser blockieren. Aber damit löse ich sie ja selber aus. So, hä? Also ich check noch nicht so ganz das Konzept der Fässer. So, aber ich habe jetzt Bogen, ich habe jetzt alles, was ich brauche. Ha!
So, und vor allem habe ich jetzt richtig schöne Waffen. Okay. Es ist halt nur die Frage, ich komme halt hier nicht raus, ohne die Laser zu auszulösen. Also das ist das, was ich nicht verstehe. Das ist das, was ich nicht verstehe. Ich komme hier nicht mehr raus, ohne die Laser auszulösen. Scheiße. Bruder, dieser scheiß Elektrotyp, ne? Fuck. Ah, okay. Wir machen den Schein beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.